Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, wir kommen nun zu Matthäus 25. Da haben wir das zehnte Bild vom Königreich der Himmel. Und hier geht es vor allem darum zu zeigen, warum das zehnte Bild vom Königreich der Himmel, also die 10 Jungfrauen, darum sind solches auch das zehnte, kein Gleichnis war oder ist. Also, Matthäus 25, Verse 1 bis 13, die 10 Jungfrauen, ist kein Gleichnis. Ich lese den ersten Vers, wo das klar wird. Alsdann wird das Reich der Himmel, richtig muss das heißen, Königreich der Himmel, da hat die Elberfelder einen Fehler gemacht, das Königreich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. So. Hier geht es weniger um das Gleichnis selbst, sondern warum es kein Gleichnis ist. Hier nun steht, und er zu den Jüngern spricht. Zu den Jüngern spricht. Das ist das A und O. Man muss sehen, der Herr Jesus hat nicht immer nur zu den Jüngern gesprochen, aber dieses schon. So. Und zwar sind wir ja hier inmitten der fünften Rede des Herrn Jesu. Und gehen wir zurück zu Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders. Also nicht mehr mit der Volksmenge, sondern die Jünger allein und sprachen: Sage uns, wann wird dies sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Er redet hier nicht zur Volksmenge. Solange die Volksmenge dabei war, sprach er in Gleichnissen. Matthäus 13, 34 bis 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, und ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. In dem Verband der 10 Königreich der Himmel, Anführungsstriche Gleichnisse, sind welche, die werden Gleichnisse genannt, andere nicht, aber das ist hier nicht das erste Thema. Matthäus 25, Vers 1 bis 3 ist das mittlere Hauptstück der fünften und letzten Rede des Herrn im Matthäus-Evangelium. Die beginnen mit dem Weggehen des Herrn vom Tempel in Matthäus 24, Vers 1 und endet mit Matthäus 26, 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. In diesen Versen ist ein Teilaspekt der Antwort des Herrn bezüglich der drei Fragen der Jünger in Matthäus 24, Vers 3, als sie ihn die drei Fragen stellten. Wir haben zu unterscheiden zwischen der Lehrantwort des Herrn in Matthäus 24, 4 bis 24, 31, dann der bildhaften, gleichnishaften Einschub in den Versen Matthäus 24, 31 bis Matthäus 25, 30 und dann dem Wiederaufnehmen der lehrhaften Erklärung in Matthäus 25, Vers 31 bis 25, Vers 46.
die Kapiteleinteilung verdunkelt optisch manchmal, wenn man nicht aufpasst, die Gedankengänge. Sie sind rein praktisch und haben nie, nie, nie eine geistliche Bedeutung. Auch wenn ich sie auch vielfach als Eselbrücke gebrauche. Die Darlegungen über das Königreich der Himmel in der Elberfelder, fälschlicherweise mit Reich der Himmel übertragen, beginnen mit dem Hinweggehen des Herrn aus dem Haus Israel hinaus und seinem an den See sitzen in Kapitel 12, 13. Matthäus 25, 1 bis 13, Auslegung in sich selbst, gibt immer komplett unsinnige Bibelbetrachtungen. Wenn vor unseren geistigen Augen klar ist, dass es hier nicht um Israel und nicht um die Kirche, sondern um das Königreich der Himmel geht, dann geht die Auslegung von Matthäus 25, Vers 1 bis 3, etwa 180 Sekunden lang. Wenn man dann länger braucht, hat man das Umfeld nicht gelesen. Wie meistens bei mir überspitzt, abspackt, dafür todernst gemeint. Von Matthäus 24, 4 bis Matthäus 25, 30 geht es um die Ankunft des Sohnes des Menschen. Als Sohn des Menschen ist er Christus, der König Israels und der Herrscher über die Welt. Matthäus 13, 34, 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Dass diese Dinge damals noch Prophetie in die weitere Zukunft waren und nicht unmittelbar davor standen, war klar. Darum auch der Hinweis mit dem Lesen. Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Wüstung, von welchem durch Daniel dem Propheten geredet ist, stehen sehet, dann heilige Worte. Wer es liest, der beachte es. Das Königreich der Himmel kann man in fünf zeitliche Abschnitte unterteilen. Altes Testament, Prophetie. Evangelien, die Könige ist da, das Reich ist nahe, Briefe, der König ist von der Welt verworfen, die seinigen auch, tausendjährigen Reich, die irdische Erfüllung des Königreichs, Ewigkeit, die ewige Bestimmung. Das Königreich der Himmel besteht nicht aus Wiedergeborenen, es ist nicht die christliche Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit, also Versammlung oder Gemeinde, aber im Königreich der Himmel hat es Wiedergeborene und Bekenner. Innerhalb des Königreiches der Himmel hat es während dem Zeitabschnitt, wo der Heilige Geist auf Erden im Leibe Christi ist, also vom Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit, Versammlung, auch die Christen innerhalb des dem KDR, KDR, Königreich der Himmel. Das Königreich der Himmel hört aber nicht mit der Entrückung auf. Die Entrückung selbst kann natürlich in den Evangelien noch nirgendwo erwähnt werden, weil auch innerhalb der Evangelien nie von der christlichen Versammlung als Leib Christi oder Braut des Lammes die Rede ist. Das ist in den Evangelien noch ein Geheimnis und für viele auch heute noch. Wer in den Evangelien die christliche Versammlung sieht, zum Beispiel Matthäus 16, 18, der hat einfach nicht gelesen. Richtig. Zitat. Wer oder was sind die 10 Frauen, Jungfrauen, warum 10? In diesem Abschnitt der Erklärung der prophetischen Ereignisse geht es um die persönliche Verantwortung eines jeden innerhalb des Königreiches der Himmel. Die Zahl 10 bedeutet Verantwortung. Zitat. Wie merkten die törichten Jungfrauen, dass sie Öl brauchen, beziehungsweise was sind die Lampen? In diesem Vergleich wird festgestellt, dass alle auf dem Weg zu der Hochzeit waren. Die Hochzeit hier hat nicht mit der Entrückung oder dem Eingang in das tausendjährige Reich zu tun, sondern eben mit der damaligen Sitte des Hochzeitfestes. Nun hat sich hier der Bräutigam verspätet.
Die Braut wird ja gar nicht erwähnt, weil es nicht um sie geht, sondern wachen. Und alle die Klugen wie die Dummen schlafen ein. Sobald man in einem Gleichnis auf einem falschen Punkt fixiert ist, streut das Licht und man hat keine Klarheit, sondern alles wird diffus. Ein Parabolspiegel hat einen Brennpunkt. Das Wort Gleichnis, Parabel, ist eben gekennzeichnet dadurch, dass es eine Kernaussage hat. Und die ist das Wachen. Sobald man irgendeinen Gegenstand, der benötigt wird, um den Kernpunkt darzustellen, erklärt haben will, außer dem Brennpunkt, wird man angeschmiert. Zitat: Wer heiratet, wen und wann? Siehe oben, es geht nicht um eine spezielle Heirat, weder um die der Braut des Lammes schon gar nicht, noch um die Braut Christi, sondern um das Wachsein. Alles Weitere sind Anwendungen, die kann man machen oder auch nicht, aber man verdunkelt dabei immer den Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist das Wachen. Zitat: Was passiert mit den törichten Jungfrauen? Da das Gleichnis ein Gleichnis der Königreich der Himmelserie ist und die Verantwortung innerhalb dieses Reiches bis zum Ende des tausendjährigen Reiches geht, haben wir die Erklärung dazu in den folgenden Versen. Matthäus 25, Vers 30. Und dem unnützen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Vers 41. Dann wird er auch zu den Linken sehen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Vers 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Zitat: Wer oder was sind die 10 Jungfrauen? Warum 10? Zweitens: Wann war, ist Mitternacht? Viertens: Wie merkten die törichten Jungfrauen, dass sie Öl brauchten, beziehungsweise sind die Lampen? Die Antwort, dass sie es daran merkten, dass ihre Lampen erlöschten, gilt nicht. Das ist ein Witz. Drittens: Wer oder was sind die Händler? Fünftens: Wer heiratet wen und wann? Sechstens: Was ist die Rolle der 5 Jungfrauen auf der Hochzeit? Siebtens: Was passiert mit den törichten Jungfrauen? Zehntens: Die 10 Jungfrauen sind durch viele Gemeinsamkeiten gekennzeichnet. Die Übereinstimmungen sind so stark, dass man bis zu dem Geschrei der Mitternacht gar nicht merkt, dass sie nicht vollständig übereinstimmen. Darum denke ich, dass die 10 Jungfrauen grundsätzlich ein gleiches Bekenntnis haben und dass man bis zum Geschrei um Mitternacht nicht erkennen kann, ob das Bekenntnis der Einzelnen echt oder unecht ist. Um Mitternacht erklingt Geschrei, Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Also, plötzlich eine konkrete Aufforderung, den Zustand zu verändern. Jetzt wird deutlich, dass nur diejenigen, die Öl dem Bräutigam entgegengehen und dann mit ihm zur Hochzeit gehen können. Wir müssen hier schon der Reihe nach vorgehen und den biblischen Text stehen lassen. Vielleicht ist die Funktion einer Öllampe nicht richtig bekannt. Da gibt es einen Docht oder Faden. Diese kann nur Licht abgeben, wenn permanent Öl in Gas umgewandelt wird. Der Docht selbst hat aber sehr wohl einen Mantel, ähnlich wie wir das heute noch von Kerzen kennen, welches sich bis zu einem bestimmten Punkt selbst verzehren kann und dadurch eine Zeit lang wie ein glimmender Docht erkannt werden kann. Wenn also bei dem Versuch, die Öllampe in Betrieb zu nehmen, der Docht die Lampe erlischt, dann ist offensichtlich im Ölbehälter kein Öl. Sobald man die externe Feuerquelle wegnimmt,
geht die Lampe wieder aus. Die Händler sind solche, die auch heute Öl versprechen. Das Öl ist deutlich ein Bild vom Heiligen Geist. Das geht so durch die ganze Bibel. So zum Beispiel jeder charismatische Erweckungsprediger oder Händler. Aber auch die esoterischen Leuchter sind solche Händler. Zu dem einzig wahren Händler, dem Bräutigam selbst, können die törichten Jungfrauen nicht mehr gehen. Sie müssen sich jetzt auf die Dinge verlassen, auf die sie sich immer gestützt haben. Allein aufgrund der Tatsache, dass die klugen Jungfrauen die Törichten nicht zu dem Bräutigam schicken, um Öl zu kaufen, wird für mich klar, dass das Geschrei, oder wie andere sagen, der Mitternachtsruf, nicht willkürlich irgendwann innerhalb der Gnadenzeit erschallt. Vor gut einem Jahr habe ich die Auslegung gehört, der Mitternachtsruf sei mit dem Aufkommen der Brüderbewegung erschollen. So etwas ist einfach unbiblisch und darum dümmliches Zeugs. Solche mit einem falschen Bekenntnis haben keine Chance mehr, beim Bräutigam Öl zu kaufen. Ich denke, wir sind hier an dem Punkt, an dem der Menschensohn, das Lamm Gottes, Hochzeit feiert. Nun ist die Frage nach dem Bräutigam und der Braut nicht ganz so kompliziert. Ich denke, es ist ganz eindeutig, dass hier das Lamm Gottes die Braut heiratet. Die Frage nach dem Zeitpunkt ist da schon ein wenig delikater. Vorab will ich hier noch anmerken, dass die fünf klugen Jungfrauen nicht heiraten, sie nehmen nur an der Hochzeitsfeier teil. Und zwar als geladene Gäste. Unter diesem Blickwinkel und unter Beachtung der bisherigen Aussagen in dem biblischen Bericht, kommen wir dann auch den Zeitpunkt ein wenig näher. Wir fassen noch einmal zusammen. Die törichten Jungfrauen werden zu den Händlern geschickt und nicht zum Bräutigam, nicht zu dem Herrn Jesus. Es gibt offensichtlich keine Chance mehr, an den Heiligen Geist, sprich an Öl zu kommen. Die Hochzeit findet also deutlich zu einem Zeitpunkt statt, da kann keine Entscheidung mehr für den Herrn Jesus gefällt werden. Der Hochzeitstermin muss nach dem Ende des tausendjährigen Reiches liegen. Völlig unabhängig von dem Bibeltext in Matthäus 25 sprechen noch mehr Bibelstellen für einen Hochzeitstermin des Lammes zu diesem Zeitpunkt. Johannes 15 zeigt uns, dass die Braut auch gleichzeitig die Reben am Weinstock sind und Frucht bringen sollen. Gleichzeitig macht der Herr deutlich, dass er erst im Reich seines Gottes und Vaters wieder von der Frucht des Weinstockes trinken wird. Matthäus 16, 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewässer des Weinstockes trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu trinken werde in dem Reiche meines Vaters. Matthäus 14, 25. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu trinken werde, in dem Reiche Gottes. Elberfelder 19,05. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Matthäus 26, Reich des Vaters, Matthäus 14 und Lukas 22, Reich Gottes. Nun macht uns 1. Korinther 15 deutlich, dass das Reich Gottes und Vaters erst kommt, wenn der Herr Jesus selbst alles Störende beiseite geschafft hat. 1. Korinther 15, Vers 24 bis 26. Denn das Ende, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er wehgetan haben, wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Auch ohne Hinweis auf Johannes 15 ist es nur schwer vorstellbar, dass eine Hochzeit ohne Wein stattfindet. Also, nach Abwägung dieser Bibelstellen denke ich, dass die Hochzeit des Lammes tatsächlich der ewige Zustand ist. Zu der Rolle der fünf klugen Jungfrauen habe ich oben schon etwas gesagt. Ich denke,
Es sind Gläubige aus dem tausendjährigen Reich, die an der Hochzeit teilnehmen, aber nicht selbst heiraten. Die fünf törichten Jungfrauen sind diejenigen, die sich gegen den Herrn Jesus stellen, wenn der Satan am Ende des tausendjährigen Reiches noch einmal losgelassen wird. Obwohl sie tausend Jahre unter der Siegerherrschaft des Sohnes des Menschen gelebt haben, haben sie ihn doch nicht als Herrn angenommen. Offenbarung 20, Vers 7 bis 9. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Offenbarung 12, Verse 15 bis Offenbarung 20, Verse 12 bis 15, Entschuldigung. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher werden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die letzten Verse von Offenbarung 20 machen deutlich, was mit ihnen geschehen wird. Von. Stichwort von. Matthäus 24, 32. Von dem Feigenbaum aber lerne das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Aber gleich wie Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Alsdann, Matthäus 24, 14. Alsdann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird genommen, einer gelassen. Deshalb, Matthäus 24, 44, deshalb auch ihr seid bereit, denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. Dann, Matthäus 4, 25, 14. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe gab, diese Abschnitte gilt es zu unterscheiden, nicht zuerst zeitlich und nicht nur zeitlich, sondern von ihrem Charakter selbst her. So, liebe Geschwister, einige Gedanken zum Thema, warum das sogenannte Gleichnis vom Königreich der Himmel, Nummer 10, also Matthäus 25, Vers 1, nicht ein eigentliches Gleichnis ist. Warum? Weil er hier direkt zu den Jüngeren redet, in der fünften Rede. Der Jesus hat 5 Reden gehabt, beginnt in Matthäus 24, ab Vers 1. Bis 26, Vers 1. Wenn ihr dazu auch noch Erweiterungen, Erläuterungen, Korrekturen und so weiter Fragen habt, schreibt es doch ins Forum. Wer nicht im Forum angemeldet ist, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist in diesem YouTube aufgelistet. Im Herrn Jesum Christum weiterhin frohes Schriftstudium.